Kevin, 8 Monate Pause. Ich glaube, du hast gar nichts mitbekommen, was abgeht, oder? Nicht großartig. Also ich habe zwischendurch mal reingelesen, aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute wirklich am Start sind. Klassen bin ich auch nur so das halb ist gut. informiert. Das ist gut, weil dann bist du genauso blöd wie die Zuschauer, dann können wir uns das mal zusammen angucken. Das passt doch. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns als erstes mal an, wen haben wir überhaupt dabei dieses Jahr, ne? Dann gehen wir mal in die Driver Stats RL24. Ja. Okay, also, wir haben Two-Face und Loot Gamer wieder bei Team Atomic. Ich glaube, die waren auch unverändert letztes Jahr so dabei. Dann haben wir Ben L und Pacha, das wird auf jeden Fall, oder Pascha möchte er genannt werden, das wird auf jeden Fall ein krasses Team, glaube ich. Vielleicht mache ich sogar noch mal die Tabelle vom letzten Jahr auf, dann können wir ein bisschen da gucken, wer da krass war. Ben L war letztes Jahr Dritter, Pacha Vierter, also dementsprechend werden die wahrscheinlich ein krasses Team sein. Warum bin ich jetzt in die Tabellen da? So, Two-Face Loot Gamer waren auch beide letztes Jahr dabei, genau bei Team Atomic. Loot Gamer war Sechster, Two-Face Achter. Da bin ich gespannt, ob er eben mittlerweile mit der PS5 besser klarkommt. Bin ich auch gespannt, oder ob er noch weiter abgebaut hat, man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall hat er am Ende noch den 6. Platz geschafft, finde ich eigentlich ziemlich stabil. Vor Gasturbels, der auch, da sieht man ja auch, Gasturbels ist eigentlich auch gut im Training. Die Konkurrenz war halt auch krass, ne? Also Rescue, ja, gut, eh stimmt. Krass. Kaunashi war letztes Jahr noch dabei, der ist dieses Jahr nicht dabei. Dann Ben L ist auch dieses Jahr wieder dabei, Pascha ist wieder dabei, C.S. Malloy ist wieder dabei, also die krassen Leute aus der letzten Season, die Top 5, sind bis auf Kanoshi noch dabei. Dann, wie gesagt, Loot Gamer wieder dabei. Gus Turbles wieder dabei. Two-Face wieder dabei. John ist nicht dabei. Max Menzel und Bonebreaker sind wieder dabei. Allerdings nicht mehr bei Croix. Max fährt jetzt mit Gus Turbles bei Croix. Auch ein interessantes Team. Ich glaube, die Konstellation hatten wir auch noch nicht. Nee, hatten wir noch nicht. Ist neu. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das mal der Fall war. Dann Memories fährt dieses Jahr nur als Ersatzfahrer mit. Troll Alki fährt dieses Jahr wieder mit Paramedic. Auch interessant. Bin ich mal gespannt, wie Paramedic so drauf ist. Stressado ist, glaube ich, auch wieder dabei, wenn ich mich nicht irre. Ja, der fährt Paramedic genau, der fährt, war letztes Jahr gar nicht, ne? Nee, Paramedic war letztes Jahr nicht dabei. Da war. Ja, da war Memories. Ich glaube, Memories war davor mit der Woche bei Junk und war dann. Daraufhin, dass Paramedic ausgestiegen war, zu Pisswasser gewechselt mit Troll Alki und jetzt ist er wieder raus und Paramedic ist wieder da. Mhm. Ja, dann Stressado ist dieses Jahr mit Rescue in einem Team, das könnte auch interessant werden. Letztes Jahr war Rescue mit Pascha, das war vielleicht noch ein bisschen stärker, aber ich denke auch, dieses Jahr wird es wieder gefährlich mit Rescue und Stressado. Dann All Gamers nicht dabei. Pablo ist auch nicht dabei, glaube ich. Nee, Pablo ist auch nicht dabei. Nikita ist wieder dabei, fährt mit, lass mich kurz gucken. Mit Bonebreaker, genau, die beiden fahren jetzt bei Junk. Auch ein interessantes Team. Mhm. Bin gespannt, was Nikita so von der letzten Season noch dazugelernt hat, wo er dieses Jahr so landet. Letzte Season war ja seine erste, da war der Einstieg ein bisschen schwer, ist aber direkt auf 15 gekommen, war eigentlich ganz okay. Für eine erste Season. Mhm. Blackie ist wieder dabei, Losty ist nicht dabei, wird ersetzt von Marlon, der fährt dann jetzt mit Schnuggles bei. Losty ist nicht dabei, der war gerade ja bei einer Training. Ja, der fährt Training mit und der wird auch Rescue, was geht? Boxy, was geht ab? Losty wird als Ersatzfahrer mitfahren und wenn halt Platz frei ist. Weil er kann halt unregelmäßig, er hatte mal irgendwie Berufsschule oder so, deshalb wollte er keinen festen Platz haben. Aber wenn Plätze frei sind oder Ersatz gebraucht wird, ist er auf jeden Fall am Start. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, wird er heute auch mitfahren. Ansonsten, wie gesagt, Marlon jetzt mit Schnuggles bei Alice Customs. Troll Alki, ja, wie gehabt bei Pisswasser. Foxy raus, disqualifiziert letztes Jahr. War das erst letztes Jahr, Alter? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Gefühlt ist schon länger her, aber ja, hier ist er noch in der Tabelle drin letztes Jahr. Sidnick ist wieder dabei mit Blackie bei Sprung. Valkyrie ist raus und Schnuggles ist auch wieder dabei. Dann haben wir natürlich auch ein paar neue Leute. Monk und Demon bilden Team Chappelle. Bin ich gespannt, wo die sich so einordnen. Bei Monk habe ich noch gar keine Ahnung. Demon, ja, der schwankt ja immer so ein bisschen um Platz 20 rum. Könnte halt eine interessante Konkurrenz werden für Schnuggles, Marlon, Sidnick, Blackie.
Ja, so in dem Bereich, denke ich mal. Dann S3 Markus und Chris 82er von RSRD sind erstmals dabei. Da bin ich auch sehr gespannt. Erstens, ob sie die Season auch durchziehen. Von Markus habe ich nämlich länger schon nichts mehr gesehen, aber von Chris schon. Das könnte auch ein interessantes Team werden. Sind halt Newcomer. Bei der GTA Masters Liste sind die eigentlich immer ziemlich stabil dabei. Mal gucken, wie es hier läuft. Ist ja mal so ein bisschen eine Wundertüte. Weil sich von der GTA Masters Liste ja irgendwie null darauf schließen lässt, wie die Leute hier fahren. Komischerweise. Dann haben wir neu dabei Anixuro und Denzel. Das sind wohl Homies von Rescue. Ich schätze mal, das sind auch irgendwie Franzosen oder so. Ich weiß es noch gar nicht. Da bin ich mal gespannt. Die fahren für E-Cola. CS Meloy fährt dieses Jahr mit Dodo. Dodo hatten wir auch schon mal dabei als Ersatzfahrer. Der war auch sehr stark, hat schon mal ein Rennen gewonnen. Könnte auch ein krasses Team werden, wenn die gut funktionieren so und zuverlässig dabei sind. Ja. Gulaschgerd ist dabei. Der wollte eigentlich erst mit Thanatos fahren. Thanatos ist aber abgesprungen. Das heißt, Gulaschgerd hat aktuell keinen Teampartner. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir nach dem heutigen Renntag dann bestimmt schon die ersten freien Leute wieder haben. Und dann denke ich mal, wird Gulaschgerd noch einen neuen Partner kriegen. Ja, Rescue Stressado fahren zusammen. Wie gesagt, auch eigentlich ein krasses Team. Paramedic Troll hatten wir schon. Ich denke, die werden wieder mit Marlon Schnagel, Sidney Blackie so ein bisschen konkurrieren. Obwohl Paramedic hat auch schon Fortschritte gemacht. Ich weiß halt nicht, wie er nach dem Jahr Pause drauf ist. Der hat ja schon an der Top, der war ja schon unter den ersten 15. Wenn er da konsequent sich irgendwie einreihen könnte, wird das Team natürlich ganz gut pushen. Ja, Sidney Blackie wie gehabt und ganz interessant, vielleicht dein neues Lieblingsteam, Deadshot und Johnny. Ja, das habe ich schon gesehen, Alter. Wo kommt Deadshot heute? Deadshot und Johnny. Auch mal wieder her. Also Deadshot kennt man noch, legendärer Team Sprung-Fahrer. Johnny hat nur eine Season gemacht, aber... Der Einzige, der wirklich die 25 Punkte für Beleidigung bisher kassiert hat. Genau, das ist der berüchtigte Deadshot, genau. Und ja, Johnny hat eine Season gemacht mit Renew. Da war es ja auch so, die waren ja in den Masters-Listen, waren die ja immer krass vorne mit dabei und mussten dann aber in der Racing League erstmal sich ein bisschen einfinden, sind dann nicht in die Top 10 reingekommen, glaube ich. Ich glaube, Renew hat, glaube ich, einmal dran gekratzt, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber hatten es noch nicht geschafft. Kurze Frage, welches Team sind die denn? Die sind Team Shark. Ja, ich muss mal die Farben umtauschen wahrscheinlich irgendwie hier. Sie ja, anders weil Deadshot Johnny und CS Meloy sind das Gleiche. Ja, muss ich mal die Farbkombi irgendwie ändern. Ja, auf jeden Fall haben wir an der Zahl 28 müssen 28, sein, ne? Ja, ich glaube es sind 28. Wenn du die erste Zeile also nicht 7, zählst, dann also geht es bis 29. 7, wir haben 27, weil Gerd hat ja aktuell keinen Partner. Stimmt. Es gibt aber noch einen Ripper von Blackies Crew, der Interesse an einem Platz hat. Der wird heute mal mitfahren. Mal gucken, wie er klarkommt. Wenn er Bock hat, wird er vielleicht auch der Partner von Gerd. Mal gucken. Dann wären wir wieder vollzählig. So, was haben wir noch Neues? Klassen. Ja, Klassen haben wir wieder ein bisschen geswitcht. Gruppe C fällt dieses Jahr raus. hauptsächlich wegen diesem Bug, den der LM87 hatte. Wo der irgendwie nach einem heftigen Schaden irgendwie auf der Geraden doppelt so schnell war. Jetzt haben wir Gruppe C dieses Jahr mal rausgenommen. Dafür haben wir Hyper 1, Hyper 2 dabei. Super 1 und Super 2. Super 3, Super 4 sind dieses Jahr nicht dabei. Bei Sport haben wir alles dabei, bis auf Sport 4. Obwohl ich Sport 4 letztes Jahr auch ziemlich interessant fand. Mit dem Remus. Naja. Rallye unverändert dabei. Dieses Jahr auch wieder Hotring dabei, also Nesca mit allen drei Hotring-Fahrzeugen. Bin ich mal gespannt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. Dann bei Klassiker haben wir die gute alte Klassiker 1-Klasse mit dem Turismo und dem Cheetah. Und Klassiker 3 ist wieder dabei mit dem Seresta und dem Retinue. Ja, die hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch nicht dabei. Könnte wieder interessant werden. Letztes Jahr hatten wir die Klassiker 2-Klasse mit dem Sterling GT. Bei Muzzle kamen wir auch dieses Jahr zwei Klassen dabei. Einmal Muzzle 3 mit Blade Dominator, Gauntlet Hellfire, Greenwood, Impaler und so weiter. Und Muzzle 5 mit dem Phoenix und dem Beta Dukes. Deviant war, glaube ich, auch noch ganz okay. Ja, zumindest letztes Jahr. Mal gucken, was dieses Jahr für eine Strecke kommt. Dann haben wir auch wieder die Limousinen dabei. Unverändert.
Coupés hat es ja trotz Gas-Petition dann doch wieder nicht geschafft reinzukommen. Er wünscht es sich doch so sehr. Also ich muss sagen, ich habe im Nachhinein festgestellt, Losti, was geht, Monk, was geht? Ich habe im Nachhinein festgestellt, dass eine andere Coupé-Klasse vielleicht ganz interessant gewesen wäre, nämlich Privian und dieser, wie heißt der, FR, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich jetzt in die Liste gucken, weiß nicht. Da gibt es auch auf jeden Fall ein neues Coupé. Die beiden sind ganz interessant auf jeden Fall bei Masters immer gewesen. Da habe ich das Gefühl, dass die sich eigentlich ziemlich gut ergänzt haben. Der eine ist irgendwie ein Kurvenmonster und der andere ist auf der Geraden schnell. Wäre vielleicht auch interessant gewesen, aber naja, war ein bisschen zu spät darüber noch zu reden. Deshalb sind Coupés dieses Jahr komplett raus. Und Offroad haben wir tatsächlich dieses Jahr auch nicht dabei. Ich glaube, das ist vielleicht so das erste Mal, dass Offroad nicht dabei ist. Bin ich ganz sicher. Könnte hinkommen, ja. Ja, aber dafür Offroad, haben wir halt Hot Rim. Ja. Ich hätte mich auch über die Stadium Super Trucks gefreut, aber zu wenig Zuspruch gewesen. Wäre vielleicht auch ganz interessant gewesen. Naja gut, aber Hot Ring fand ich auch gut, dementsprechend bin ich eigentlich jetzt auch ganz zufrieden mit den Klassen. Und dann werden wir auch in 4 Minuten schon sehen, welche Klasse heute kommt. So, jetzt kommt die Klasse. Wer hier im Stream ist, der hat jetzt ein paar Sekunden Vorteil. Es wird Super 2. Jetzt gucken wir uns die Klasse auch nochmal an. Super 2 ist X80 Proto, FMJ, T20, Centorno, Osiris, Entity XF, Turismo R, Italy GTB und Penetrator. Eigentlich eine sehr klassische Klasse. Ja. Schon oft dabei gewesen. Relativ oldschool. Da werde ich mal sehr gespannt sein, wie die Fahrzeugwahl da ausfällt, weil, also da gibt es auch viel und jedes Auto, also da muss ich wirklich sagen, kann man vorher schwer sagen, welches Auto wirklich am besten ist. Und die Fahrzeuge sind natürlich auch kostentechnisch schnell überschaubar, ja, weil das halt noch ältere Fahrzeuge sind. Ja, du kriegst einen Turismo R für 500.000, einen Centorno für 725, einen Penetrator für 880. Ja. Heutzutage zahlst du für einen Supersportwagen über 4 Millionen so. Ja, das heißt, der teuerste ist hier 2,7 Millionen, das ist der Proto. Und da würde ich sogar sagen, den muss man nicht mal unbedingt haben. Nee, den Proto, also ich bin persönlich kein Fan vom Proto. Eddie war das immer gewesen, mein Ding war es nie. Jetzt unabhängig der Strecke, welchen Wagen würdest du gerne fahren, wenn du fahren müsstest heute? Ich glaube, ich müsste zu Johns und meinem Liebling, dem Penetrator, greifen. Tatsache? Ja, Penetrator also, ist schon ein sexy Fahrzeug, aber würde ich auch einfach sehr geil fahren. Ja, aber performance-technisch schon eher am unteren Ende, oder? Ja, also ich sehe ihn, glaube ich, so vor dem Turismo noch. Echt? Das, weil ich so gerne nicht den Turismo fahre. Ich wollte gerade sagen, Turismo hast du ja ein legendäres Rennen quasi abgeliefert. Ja, ich meine, ne, das war was hatte Devil damals? Ich glaube, der hätte den Nero Custom damals gehabt, ne? Wenn du jetzt mal guckst, wo ist der Nero Custom, der ist eine Klasse drüber. Und das muss ja überlegen, Super 1 und 2 war ja damals alles ein Topf. Ja. So, aber der Turismo war schon auch damals auf der schwächeren Seite in der Klasse gewesen. Weil das ist halt, der ist leicht, aber das kann ja auch manchmal so ein bisschen das Genick brechen, ne? Weil er dann auch mal leicht instabil werden kann. Der Penetrator fährt sich doch schon recht wie auf Schienen, ne? Osiris ist sehr steif. Ich glaube, wenig Leute werden den Osiris 20 nehmen, auch weil ist ja auch immer so ein bisschen so ein Faktor, wenig Tuning-Möglichkeit, ne? Das ist für die Leute auch immer so ein bisschen, je mehr du machen kannst, umso interessanter das Fahrzeug. Das stimmt, beim T20 kommt natürlich noch der aktive Heckspoiler dazu, der halt im Laufe des Rennens kaputt gehen kann. Dann bremst du schlechter und hast natürlich auch weniger Traktion. Wäre auch nicht so gut. Also mein Pick wäre irgendwo zwischen Penetrator und FMJ. T20 Osiris, denke ich, werden wir heute eh wieder sehen. Was ich auch interessant finde, gerade in der Stadt. Aber ich glaube aber nicht viele. Meinst du nicht? Ich glaube, wenn dann. Nee, T20 Osiris ist, glaube ich, so ein. Also ich glaube schon. Die Leute. Ich glaube, wir werden Centornos sehen. Echt? Boah, halte ich voll dagegen. Ich glaube, Centornos werden wir nicht viele sehen. Ich glaube, Osiris T20 werden. Du nimmst nicht mehr an der Sitzung teil, okay. Nee, Spieler nimmt nicht mehr an der Sitzung teil. Oh, Leute. Also Max sehe ich schon mal in einem Turismo
in Croax-Farben. Also was ich sagen wollte, ich glaube interessant in der City, wenn es eine City-Strecke wird, ist Italy GTB. Könnte, ja. Ist auf Bums ein ziemlich nice Fahrzeug. Weil in der City könnte natürlich auch so ein Turismo so ein bisschen mit seiner Agilität punkten. Deadshot fährt heute scheinbar mit dem Buzzard, ja. Loot Gamer im FMJ unterwegs. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Deadshots Performance. Ich bin sehr gespannt auch auf Paramedics Performance. Weil wir haben ja Vergleiche. Wir wissen ja, wo die früher so gefahren sind. Ich würde gerne die Lobbymusik ausmachen, aber ich glaube, Gianni natürlich auch interessant, der sich nochmal verbessert hat. Nikita, zweite Season, sehr interessant. Also, dann haben wir jetzt hier die Strecke. Wir können es dir jetzt auch mal hier im Social Club angucken. Also, es ist eine City-Strecke, aber so wie es aussieht, mit viel Autobahnabschnitten. Mhm. Bisschen selbst gebaut hier, created da an der linken Seite. Dieses V. Da wird wohl irgendwas reingebaut sein. Oder muss auch nicht. Der läuft über die Straße. Aber ich denke mal, der wird trotzdem da ein bisschen Erhöhung haben, weil die Kurve links runter ist ja sonst mit dem Grünstreifen in der Mitte. Das wird, denke ich mal, mit Stunt-Elementen gelöst sein. Auf jeden Fall ich kenne die Strecke auf jeden Fall vom Namen. Ich kann mich jetzt an den Verlauf nicht mehr erinnern. Strecke von TS Nobody, guter Creator. Ja, Social Club 81% Bewertung, stabil. Letztes Mal upgedatet 23, also auch relativ aktuell. Recht kurz, aber auch. Recht kurze Strecke, 3,65 Kilometer. Könnte also heute zu vielen Überholmanövern kommen, was ja für uns als Zuschauer zumindest ziemlich interessant ist. Ja. Finde ich jetzt persönlich gut. Man sieht es nur im Discord-Chat. Wie man sieht nur. Ach so, ich bin dumm. Oh, Dankeschön für den Hinweis. Leute, sowas müsst ihr mir auch sagen. Ey, keiner sagt irgendwas. So. Also Deadshot hier schon mal im FMJ ist noch echt ein paar mehr Tourismus, als ich gedacht hätte. So, Schnuggles wird jetzt hier gesnackt. Fett mit Mosiris. Ben L auch relativ weit hinten noch unterwegs. Oh, da schöne Stelle da, um da durchzufahren, riskant. So, Two-Face trödelt noch ein bisschen hinten rum. Schnuggles macht's ganz gut bis hierhin, glaube ich. Lässt sich nicht überholen, da ist Marlon. Rutscht jetzt in der Kurve. Ja, Xuro auch mit dem T20. Ich bin mal bei den T20-Fahrern gespannt, ob es da einige geben wird, die respawnen müssen. Wegen dem Schadenmodell? Oder wegen dem Spoiler? Wegen dem Spoiler. Weil natürlich, ja, Schaden können natürlich da auch noch ins Spiel kommen. Ach, schöne Strecke, muss man sagen. Schön gebaut. Sieht gut aus. Zweite Runde jetzt. Gut, kann man noch nicht viel sagen. Rescue ist ganz vorne. Pascha auf 2. Max auf 3. So, Two-Face. Rescue und auch T20. Kommt weiter nach vorne. Da vorne ist auch Gianni. Im Qualifying kann ich ihm schon was zutrauen, glaube ich. Auf die drei Runden ist er ja stark. Gut, ist natürlich jetzt alles, hängt alles von der Rundenzeit ab. Ne? Platzierung ist natürlich egal. Dodo so. Auch im T20, okay. Dodo bin ich auch sehr gespannt, wie der fahren wird. Ist ja noch nie als Stammfahrer dabei gewesen. Aber wie gesagt, hat schon mal einen Win geholt. Sollte man ernst nehmen. So, Two-Face greift jetzt Gianni an. Im X80. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich glaube, der X80 hatte doch auch einen relativ guten Top-Speed. So, Pascha ist jetzt auf 1 mit dem FMJ. Ansonsten sehr viele T20 vertreten. Jetzt wieder Rescue auf 1. Ich guck mal an, Xuro ist auf 3. Das ist ja interessant auf jeden Fall. Der ist halt auch neu. Fausto halt, sagt er, ja. Ja. Meine Schuld, sorry. Endlich wieder RL, ja, auf jeden Fall. Denkst du, Racing wird in GTA 6 online direkt am Start sein, also mit Creator etc.? Boah, weiß ich nicht, aber ich meine, genug Zeit hatten sie eigentlich, ne? Also,
Klar, damals war das noch neu mit dem Creator, aber jetzt weiß man ja eigentlich, dass die wieder einen Creator drin haben werden wahrscheinlich. Warum dann auch nicht von Anfang an? Also ich fände es ein bisschen lame, wenn man irgendwie gefühlt 100 Jahre an dem Spiel rumentwickelt und es ist da nicht drin. Das finde ich schon schwach. Du hast 11, 12 Jahre lang ein Spiel, wo ein Creator drin ist, ja, der auch immer wieder Updates erhalten hat, und dann machen die das nachher nicht mehr. Also kommen wird er ja auf jeden Fall. Die Frage, oh, was war da? Wird da einer bewundert? Die Frage ist ja, ob... Oh, Fat Max ist es. Die Frage ist ja, ob er von Anfang an drin ist, aber kommen wird er ja safe. Aber wie gesagt, also es wäre schon ein bisschen schwach, wenn er nicht direkt von Anfang an drin ist. Ich gucke mir gerade die Rundenzeiten an. Also der FMJ scheint doch relativ mithalten zu können mit dem T20, also mit Rescue, weil Pascha ist eine 1.30.888 gefahren und Rescue eine 1.30.544. Andere 30er Zeiten sehe ich nicht. Ein paar 31er haben wir. Turismo eigentlich, ja gut, die Rundenzeit nicht so stark, aber von der Performance scheint es okay zu sein. X80 Proto, gut, fährt jetzt nur Blackie, wie es aussieht. Aber dafür, dass es Blackie ist, ist die Zeit, glaube ich, sogar ganz okay. Markus fährt auch noch einen. Nein, sehe ich jetzt gerade nicht. Dafür, dass es Blackie ist, also jetzt nicht, kein Hate gegen Blackie, aber ist jetzt kein Top-10-Fahrer und dafür ist die Zeit, glaube ich, noch ganz okay. Also, oh, da ist Gas-Turbos ganz weit hinten auf 12 mit einer 1.33, Gianni auch 1.33, beide mit dem Centorno. So, jetzt fahren die durchs Ziel. Jetzt bin ich mal gespannt. Devilcore gar nicht mehr dabei. Nee, Devilcore ist dieses Jahr, hat sich nicht angemeldet. Letztes Jahr war er auch schon nicht. Letztes. Boah, war das vorletztes Jahr, wo er gefahren ist? Schon so lange? Ja, stimmt. Letztes Jahr war er auch nicht dabei. Ja, aber da war es. Vorletztes Jahr war noch mit Tobi und. Ja, stimmt. Da war ja auch. Ich glaube, der hat auch gar nicht alle Rennen mitgemacht gehabt, ne? Nee. Wenn ich mich nicht irre. Also, Rescue, wie zu erwarten. Sehr starke Performance. T20. Wie ich vermutet habe. Osiris haben wir aber gar nicht gesehen, großartig, ne? War überhaupt einer dabei? Doch, ein paar, also ich glaube 2, 3 waren es. Aber nicht viel, also hätte ich gedacht, vielleicht ein paar mehr. Hey, Osiris habe ich mir aber schon gedacht, dass das nicht viel genug ist. Einsicht so. Gerade. Jetzt kommen die Zeiten rein. Also 1.29.9, sehr stark. Denzel auf 2. Hab ich gar nicht die Umschirm gehabt. Also ich gehe mal runter, mache nochmal einen Screenshot von unten. Was da noch benötigt wird. Ripper auf dem letzten Platz. Markus und Chris auch ziemlich weit hinten. Aber gut, muss ja erstmal nichts heißen. Vielleicht müssen sie erstmal gucken, welche Autos sie nehmen. Sind da vielleicht noch nicht so im Thema. Blackie mit einer 31.9 stabil. Mit dem Proto. Vielleicht ist der Proto gar nicht schlecht. Vielleicht ist der Proto nicht schlecht, Leute. Aber guck mal, Gas mit dem Centorn auch auf einer 31. Ja, stimmt. Also auf Runde gesehen hat er was gerissen. Aber Gesamtperformance war wohl nicht so nice. Also Strecke fand ich eigentlich, gab es jetzt nichts sehr krasses, wo man jetzt ein Augenmerk drauf legen muss, soweit ich das gesehen habe. Gab irgendwie eine Haarnadel oder zwei. Krasse Schikanen, gut, das ist immer aus Zuschauersicht ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, aber hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Schön gebaut, sah ziemlich clean aus. Für Supersport, glaube ich, auch eine gute Strecke. Also X80 Proto scheint, kann man nehmen, glaube ich. Würde mich freuen, den auch zu sehen, weil ein bisschen Abwechslung. Jetzt hier nur T20 und FMJ fände ich auch ein bisschen boring. Hat sich auch keiner an den Italy getraut, ne? Ja, ich war auch nicht so bumpig, die Strecke, glaube ich, ne? So, hier sind jetzt die Zeiten. Rescue auf 1, Pascha 2, Cis Meloy 3, Denzel als neuer Fahrer auf 4. Oh, hier kommt schon die... Hier wird schon das Rennen gestartet, nebenbei. Erinnert mich, dass ich gleich umschalte. Also Denzel als neuer Fahrer auf 4, Two-Face 5, Loot Gamer 6, Ben L 7, Gas hat es noch auf die 8 geschafft, Two-Face 9, Johnny auf den 10. Ja, Johnny, geht doch. Startet wenigstens ganz gut vorne. Dann Blackie auf 11, auch sehr gut für ihn. Der neue Anixuru auf 12. Deadshot 13, finde ich auch gut nach der langen Auszeit. Max 14, Losty 15, Memories 16, Nikita 17, Bonebreaker nur auf 18. Da wird er nicht so zufrieden sein. Marlon 19 wird auch nicht so zufrieden sein, glaube ich. Könnte auch weiter vorne sein. Markus Dodo 21, Dodo nur auf 22, ist auch unter der Erwartung. Er ist da aber auch unzufrieden. Er sagt vorhin in dem Teamchat, er hat die... den letzten kann ich... Ist da überhaupt noch einer? Ne, 28, da ist gar keiner mehr runter.
Ja, also eigentlich nichts Krasses jetzt, würde ich sagen. Außer vielleicht Blacky, den sehe ich normalerweise weiter hinten, aber das könnte für ihn ja mal was werden, bin ich gespannt. SQ hat noch den X80 Proto genommen. Ja, der hat bestimmt... Da sehe ich noch einen Stressado auch mit dem Proto. Da ist noch ein Proto. Pascha, ja, ich glaube, viele haben das auch gesehen, dass Blacky eine gute Zeit mit dem X80 gefahren ist. Ich glaube, da werden sich doch die ein oder anderen orientiert haben. Ja, vielleicht ist die Strecke auch mehr Topspeed als die vollen... Als man vorher dachte, deswegen, ja. Deswegen nochmal gewechselt, weil ich glaube, der X8 war stabil in der Höchstgeschwindigkeit gewesen. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall dadurch jetzt doch ganz interessant, dass wir jetzt hier noch ein paar X80 dazu bekommen haben. Kommentierst du nur oder fährst du auch? Ich werde auch mal fahren, sicherlich, aber nur wenn interessante Klasse kommt. Und die... Also die ist auch interessant, klar, aber die habe ich ja jetzt schon zigmal gefahren. Da bin ich jetzt nicht so heiß drauf. Okay, es geht los. Ja, und Ben so. Ist schon mal direkt an zwei T20 am Start vorbeigezogen mit dem XA. So, Gianni hat auch, glaube ich, einige Plätze schon eingebüßt. Oh, da gibt es schon einen Crash. Okay, Gianni ist erstmal raus. Dann gucke ich mal weiter nach vorne. Loot Gamer ist schon bis auf 3 vor. Der kam auch gut weg. Benel hat wieder Plätze einbüßen müssen. Hier vorne ist gerade... So, Max tatsächlich mit dem Turismo. Hat der Turismo einen neuen Spoiler bekommen? Was ist das für ein Spoiler? Ja. Oh, Ben ist... am Ausgang der Schikane in die Wand gefahren. der Turismo hat mit den neuen... Tatsächlich. Okay. Nee. So, Blacky... Der hat's auch wieder gerumst. Blacky noch auf 10 tatsächlich. Memory ist auch in den Top 10. Wenn L echt einen schlechten Start gehabt, selber auch einen Fehler gemacht, ist von 7 auf 15 zurück. Ja, ich glaube, Max wird es hier schwierig haben, an Memories und Blacky vorbeizukommen. Wir gucken mal auf Bonebreaker. Er hat es scheinbar noch eingeschaltet. So, Bonebreaker. Wo ist der überhaupt? Oh, da hat hier noch einen Crash. Oh, was ist los? Bonebreaker ist auf 27. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, das hat auch übel gerumst. Bonebreaker ganz weit hinten. Stresst sich hier mit Ripper. Na, also der X80 ist auf der Geraden schon um einiges schneller als der Osiris. Ich glaube, da werden wir dann auch nicht weiter gucken. Muss sich konzentrieren, der Gute. Dann gucken wir lieber die Aufholjagd von Ben L an. So. Der hat gar keinen Spoiler drauf. Oder nur dieses Ding da hinten. Gibt's da nichts anderes? Die aktiven. Doch, gibt's. Gibt's sehe ich jetzt auch. Aber das kann sein, dass der, ich weiß nicht, bei irgendeinem Auto war das auch, dass die Festen nicht so viel bringen wie der Aktive. Hm. Ich weiß nicht, das hat er gesagt, bei irgendeinem war das, ich weiß aber gar nicht, welcher Wagen das war. Oh, interessantes Feld hier auf jeden Fall. Anixu oder neue, Nikita, Blacky. Ben L versucht dran vorbeizukommen. Ja, Anik Sur und Benel haben auf jeden Fall Plätze eingenommen. So. Max hält das Pack so ein bisschen auf, weil vor Max ist dann so eine etwas größere Lücke. Denzel auf 4 immer noch, also der scheint auch wirklich was drauf zu haben. Gustavus ist auf 5, Loot Gamer 6, Siesmeloy 7, oh, Stressado 8. Loot Gamer war vorne auf 3. Oh, oh, Unfall. Gerumst. Du solltest vielleicht öfter mal die Karte wegmachen. Was meinst du? Dass man, also die Tabelle, dass man mehr von... Weil ich das Gefühl jedes Mal, wenn ich bei dir drauf schaue, ist die Tabelle offen. Ja, ich habe die auch immer offen. Damit ich schneller wechseln kann. Tatsächlich. Ich meine die Tabelle mit den Zeiten, nicht die linke. Ach so, ja, die mache ich... Die über den ganzen Bildschirm geht. Die mache ich auch, um reinzugucken, wie die Plätze sind, ja.
aber das siehst du links auch. Links ist das auch nach den Plätzen sortiert. Ja, aber so, wenn ich jetzt mittendrin bin, sieht man es ja nicht, ne? Also stehen ja keine Zahlen daneben. Ich denke, ich gehe mal auf Two-Face. Mhm. Ah, Ben L zieht jetzt gerade an Nixuro vorbei. Oh, Two-Face sieht nichts vor sich. Doch da hinten. Oh, da ist schon ein Gap dazwischen, auf jeden Fall zwischen Two-Face und Pascha. Mhm. Und Rescue sehe ich zumindest aus dieser Sicht auch nicht. Doch, da ganz hinten, da fährt er schon rum. Oh, okay, Pascha ist relativ nah noch dran. Oh, oh. Ah, gab es ein bisschen Kontakt. Achso, oh, ach, da ist noch Alexuro innen rein. Das gerumst, okay. Ja. So, Ben L ist noch am Fighten da hinten. Aber ich glaube, ich gehe nochmal auf Ben L. Weil hier vorne wird jetzt erstmal nichts passieren. Das ist gerade an allen Orel bei. So, er hat noch Andy vor sich. Und dann ist auch erstmal eine Lücke bis Malloy. Ich guck mal, was bei Malloy abgeht. Da könnte was. Da könnte es interessant sein. Yo, bei Malloy fährt drei Leuten hinterher. Er leckt aber auch wie üblich. Also gucke ich ihm lieber nicht zu. Wer ist vor ihm? Stressado, Loot Gamer und Gas. Und Gas hält die alle auch etwas auf. So, Johnny ist auch ganz hinten unterwegs. Ich gehe mal auf Stressado oder Loot Gamer. Oh, Loot Gamer ist hier am Fighten, eigentlich auf Stressado. Der wird es wahrscheinlich aus seiner Position beobachten können. Ja, oh, Gas ist abgeflogen. Oh, Gas Unfall. Hat außen jemand erwischt. Jetzt. Ja, du hast wirklich schon eine Sekunde die Szene mit Gas. Ja, ich hab's gerade noch gesehen, wie er weggeschippert ist. Ja, Loot Gamer Stressado ist auf jeden Fall auch ein klassisches Duell hier. Für den Abflug hat sich Gas aber relativ schnell gehalten, ne? Denzel heilt sich auch da vorne. Ich glaube, Denzel ist aber auch so ein bisschen mit Two-Face alleine im Niemandsland, ne? Er hat noch einen vor sich, wer ist das? Ah, das ist Two-Face. Naja. So, ja, hier auf der Geraden merkt man schon, Stressado will vorbei. Er ist schneller auf jeden Fall. Ey, da kommt immer die Schikane. Jetzt, ja, schön reingegangen. Nämlich, oh, da gut gemacht. Auch gehabt, das Problem. Ja, das war sauber. Also dem X80 fehlt ein bisschen, so 100 Meter bräuchte der, dass er sich vernünftig noch vor der Schikane neben einen. Aber ist doch gut so. Genauso ich finde es gut so, dass er auch nicht zu stark dadurch wird. So, Denzel fightet da vorne immer noch mit Two-Face. Gut, die fahren beide in T20, glaube ich. Mm. Ich guck mal ein bisschen weiter hin. Ich bleib noch ein bisschen auf Stressado, weil der wird. Da werden wir jetzt sehen. Ben L und Malloy sind gerade. Laut der Tabelle links. Da werden wir jetzt, glaube ich, beobachten können, ob der X80 da jetzt wirklich besser ist. Oder Malloy leckt einfach wieder des Todes. Ja, da traue ich mich nicht drauf zu gehen. Und Ben, ja, ich guck Ben zu. Kann sein, dass Ben vielleicht an dem vorbeigeleckt ist, kurz. Ah, die Kurve nimmt er schon sehr zaghaft mit dem X80. Ja, muss du auch, weil das Ding ist recht steif, das schiebt übel. Deswegen habe ich den auch noch nie wirklich gemocht vom Fahrverhalten. So, jetzt kommt nochmal eine lange Gerade, jetzt kann er nochmal gucken. Ja, hier einmal rüberfahren ist erlaubt. Ja, das wäre auch sogar erlaubt gewesen. Einmal rüber ist kein Curb boosten. Es sei denn, man wechselt dafür die Straßenseite, um einen extra Bump mitzunehmen. Aber wenn du auf deiner Seite einen Bump mitnimmst, Malloy, einmalig, ja, ist es okay. Ben hat sich Malloy geschnappt und jagt jetzt Gas. Genau so, das darf er machen. Aber der Abstand wird ein bisschen kleiner vielleicht. Hat vielleicht eine Sekunde aufgeholt. Aber jetzt hier auf dem Stück machen die T20 wieder Gas. Ja, alles, wo es technischer wird, da leidet der X80 so ein bisschen. Also, wo du stärker runterbremsen musst und so.
Da merkst du, da haben die sehr, sehr lange Rollphasen. Ja, man hört's. Also Stressado in den Kurven. Viel am Rollen. Aber er kommt ran. Ja, bei Benel auch. Jetzt hier gleich nochmal rollen lassen. Ja. So, jetzt gucken wir, ob er auf. Ja, jetzt ist er schon gut dran an der nächsten, auf der nächsten Gerade. Könnte was gehen. Gucken, wie die Beschleunigung ist. Nee, das ist doch zu weit. Ja, überholen wird er sie nicht, aber gucken, wie nah er rankommt. So, Two-Face hat den Bump da mitgenommen. Stressado nur so halb. Ja, kommt auf 20 Meter ran auf jeden Fall. Der Osiris, der leidet am Ende der Station. Also da hat gerade Ben auf Gas mit Sicherheit 0,2, 0,3 Sekunden gut gemacht. Aber dafür leidet er mit dem X80 immer in der Linkskurve Richtung Schikane dann hoch. Der stößt da immer außen an die Wand an. Also er ist jetzt nochmal ganz ecke, also er kann fast den Vorsprung von Runde zu Runde halbieren zu Two-Face. Also das sieht schon so aus, als ob der X80 hier die richtige Wahl war. Wer hat denn hier einen FMJ? Deadshot. Oh, ganz weit hinten nur auf 14. Osiris hat Gas-Turbos auf der 7. Ja, ist schon eine T20 X80 Party hier. Wie viele Runden gefahren? 33, ne? Ich hoffe, Gas hat das so eingestellt. Ich habe zumindest gesagt, dass es ja, ich denke, Max will es ihm auch nochmal gesagt haben. Wir sind jetzt, glaube ich, so 7., 8. So, jetzt gucke ich noch einmal die Gerade mir an von Stressado, danach wechsle ich wieder. Ja, Stressado hält sich hier. Ben könnte am Ende der Geraden eventuell Gas schon überholen. Mit einem späten Bremsmanöver in die Kehre rein. Ich gehe auch mal auf Ben. Der Osiris leidet auf jeden Fall sehr auf der Geraden. Und diese Linkskurve, ja, wobei diesmal ging's. Normalerweise nimmt er da immer die Mauer mit. Also wenn wir das jetzt mal aus Teamsicht betrachten, ist Pegasus hier aktuell sehr stark mit Rescue und Stressado auf 5. Dann Pasha Ben L, ja. Auch stabil, bei Ben wird auf jeden Fall noch was. Bei Ben wird noch was gehen, ja, ist die Frage, wie weit kommt er noch nach vorne. Aber er hat den X80, er hat auf jeden Fall das richtige Fahrzeug. Ja. Ja, jetzt wird er sich auch noch den Loot Gamer schnappen und boah, ich guck mal, wo Stressado ist, weil ich glaube, Stressado ist ein bisschen weit weg. Der ist schon. Der macht auf jeden Fall Zeit gut. Der kämpft sich nach vorne. Kann man ihn hier sehen? Ja, Stressado also klebt dann direkt da vorne. Ja, der kommt gerade aus der Kehre raus. So, wo irgendwer macht da. Ach so, das ist Gas Turbos, ne? Der macht hier Stress auf. Auf Ben L. Ich guck mal auf Anixuo, der neue. Oh, geht's Stressado jetzt bei Two-Face rein? Nee. Ja, der T20 hat noch ein bisschen besseren Topspeed als der Osiris. Okay, Anixuo hat gar nichts vor sich. Da ist ein Riesengap. Ein Riesengap. Zwischen. Wo ist er denn? Ja, 9 und 10. Die fahren jetzt alle. Alle die Linkskurve schon hoch und er bremst jetzt erst. So Losty und Deadshot, ist das ein Fight, den man sich angucken kann? Schauen wir mal. Also, ich sag mal so, ne? Von der Gap hätte Ben theoretisch noch die Chance auf den dritten. Weil Denzel. Ja, da ist alles noch möglich, wenn da Unfälle passieren, vielleicht noch. Wenn die Überrundung erstmal losgehen, da kann noch viel passieren. Ja, weil Stressado ist jetzt mit Two-Face im Fight. So, und Two-Face und Denzel sind beide im T20. Wenn der Ben L da auch konstant schneller ist als die beiden, dann kann er sich die holen. Sein größter Gegner für Ben ist dann eigentlich Stressado, weil selbes Fahrzeug. Ja. Und ich glaube, Rescue wird ganz schwierig zu packen. Pascha auch. Ja, die sind weg, die sind gone. Ja, die kannst du knicken. So, Tu Stressado aber auch in der 29er Runde.
Und Ben L auch. Also die X80 schaffen die 29er. Mhm. Xardos ist sogar langsam. Nee, warte mal. Gar nicht. Ich lüge. Wer ist da hinter ihm? Ähnlich. Oh, dieser neue, der ist gut. Der ist gut, dieser Vax Concelos. Der kommt von ganz hinten und ist jetzt auf 12. Von 29 auf 12. Greift jetzt Losty an. Ben sind von der besten Rundenzeit ähnlich, beide. Nee, jetzt sind die 20 der Vax, okay. So, Losty. Er hat auch ein T20. Wo ist denn Max? Max war doch vorhin auch noch irgendwo da. Max hat gut was liegen lassen, wie es aussieht. Ja, der war vorhin eigentlich noch in der Top 10, glaube ich, sogar drin. Der ist ziemlich weit hinten jetzt am Start. Sidnik, wir gucken gleich mal auf Blackie und Ripper. Ripper ganz hinten, ich weiß nicht, ob es da Sinn macht, drauf zu gucken, aber Blackie ist hier relativ weit vorne noch, glaube ich. Auf 16, das ist für ihn gut. Gianni ist auch im X80. Aber F ist auf Platz. Wo ist er denn? Boah, 24. So, ja, Losty kriegt jetzt hier langsam Probleme mit Wax. Ja, ja, oh, da, das war nicht sauber. Aber er lässt ihn auch wieder rein. Jetzt zieht er ihn. Oder? Pascha hat Retzkio geholt. Echt? Ja, ich sehe es gerade links in der Tabelle. Na, dann gucken wir doch da als erstes nochmal hin. Oh, die beiden gönnen sich hier aber nichts, Losty und Wax. Da sind viele Kontakte am Start. Ja, jetzt ist Retzkio wieder am Pascha vorbei. Also die sind gerade mitten im Fight und laufen jetzt sogar schon auf. Retzkio jetzt wieder okay, gerade Retzkio hinten. Retzkio lässt Pascha ziehen. Schau mal, war das Manöver. So, hier der Fight zwischen 1 und 2. Auch aus meiner Sicht, aus der Teamwertung heraus, sehr interessant. Ich glaube, da sehen wir auch schon die... Ist das Ripper? Wahrscheinlich, ne? Das Monk. Ja, Monk, okay. Macht aber schön fair Platz. Also die Überrundungen haben jetzt begonnen auf jeden Fall. Das wird nochmal interessant. Wenn es da nochmal zu Unfällen oder Verzögerungen kommt. So, Pascha sehr weit rausgefahren gerade, aber kann Rescue jetzt auch nicht wirklich nutzen. Ja, ja. Hätte der ein anderes Auto, könnte der das nutzen, aber der X8... Ja, der hat halt das Problem, dass er so weit rausschiebt. Ja, Rescue fährt volle Breite über den Curb. Ist jetzt noch nicht diskussionswürdig, aber nutzt es auf jeden Fall, was er nutzen kann. Mauricio Lucas geht. South American Championships. Nice. Oh, cool. Wow. So. Ich habe nicht gedacht, dass sich Leute in Südamerika das abgucken. Ja, stark. Ja. Hux from Germany, kann ich nur sagen. Oh, jetzt. Oh. Das ist ein schöner Fight. Auch beide mit dem aktiven Spoiler. Hm. Also haben wirklich jetzt das identische Fahrzeug quasi. Gut, wir müssen jetzt Blacky. Wir müssen jetzt Blacky natürlich nochmal fragen, was die besten Reifen sind. Jetzt wird es ein bisschen neblig hier. Pascha kam auf jeden Fall aus der Kehre besser raus. Hätte ordentlich Meter machen können. Das Ding ist, da die beide das gleiche haben, müssen die Stressaro jetzt auf 4. Da hat er sich Two-Face endlich geholt. Ben L ist auch schon hinter Two-Face. Also Ben L hat Gamer geschnappt. Also ich sage, Stressado und Ben L werden den dritten unter sich aus. Denzel wird den dritten nicht halten können, einfach weil er den T
Ja, das. Aber er fährt immerhin starke 29er auch mit dem T20 als einziger. Mhm. Ja, die beiden werden natürlich hier einen sauberen Fight fahren, da will auch keiner irgendwie das Risiko eingehen, Zeit liegen zu lassen. Ist die Frage, ob Rescue ein bisschen schneller könnte, wenn er nochmal nach vorne kommt. Aber Pascha sieht mir jetzt auch nicht aus wie ein Hindernis. Nee, du, mal eckt der eine irgendwo an, mal der andere. Im Fall jetzt, du musst es in den technischen Teilen holen. Ja, ja. Weil auf der Geraden wirst du den anderen nicht kriegen. Oh, das war stark, das war stark. Ja, da hat er die Kurve. Aber jetzt könnte er, nee, kommt nicht wieder vorbei. Das war stark. Ja, es ist wirklich, wer schneller wieder auf dem Gas ist. Ja, wer die bessere Linie hat, vor allem bei so einem Auto, was in den technischen Bereichen so ein bisschen bockiger ist, ne? Ja. Man muss nicht unbedingt langsam sein. Ich meine, ist ja nicht umsonst gerade das schnellste Auto im Feld. Aber es ist ja irgendwo auch, ne, wo ist deine Komfortzone mit dem ja. Das kann das schnellste Fahrzeug sein, aber wenn du das Gefühl hast, in den Kurven, wie jetzt, ne? Wenn du jetzt gerade auch auf Pascha drauf warst, dann musst du einfach mitten in dieser Kurve noch gehen und ein bisschen rollen. Mit einem anderen müsstest du das vielleicht gar nicht erst, weil der halt viel komfortabler für dich persönlich, für dein Fahrstil liegt, ne? Mhm. Da müssen wir jetzt. Aber. Ich glaube, jetzt gerade gehen bei Pascha so ein bisschen die Nerven flöten. Mal gucken, ob er sich gleich noch gefangen kriegt, weil er so ein paar Mal angeeckt, jetzt gerade schon wieder. Ich habe jetzt versucht, da ein bisschen zu sehr zu pushen, um nochmal wieder ranzukommen. Ja. Kontakt ist auf jeden Fall ordentlich da. Ja, es ist halt, das sind halt die Momente, die dich auch rausbringen, wenn du irgendwie, nicht mal unbedingt, wenn du einen Fehler machst, aber wenn dich ein Gegner überholt und du dich dann fragst, warum hat er dich jetzt überholt, das hat er vielleicht besser gemacht als du. Ja. Das verführt dich dann vielleicht ein bisschen zu viel zu pushen. Ja, genau, wenn du dann sagst, ey, jetzt hat er mich geholt, ich war schon vorbei, ne, und du willst wieder ran und dann zwingst du dich selbst in diese Push-Situation, überziehst du es aber, ne. So, ich gehe mal auf Ben, guck mal, was der macht, ob der den Stressado. Ich gehe mal jetzt auf Blackie, das war ja der Wunsch von Sipnik. Blackie tatsächlich auch für seine Verhältnisse hier gut dabei. So, Blackie hinter Deadshot und Losty direkt dran. Und er hat den X80. Das ist ein interessantes Duell. Deadshot mit dem FMJ und Losty mit dem T20. Da könnte eigentlich für Blackie sogar noch was gehen. Also mit der Fahrzeugwahl hat er heute mal alles richtig gemacht. Das war ja in der Vergangenheit auch nicht immer so. Jetzt kann er hier was reißen. Aber die Schikane macht sie ihm jetzt wieder kaputt. Da kommt er nicht vorbei. Das ist so riskant. Das ist so riskant. Oh, oh, oh. Jetzt hat er Deadshot aufs Horn genommen. Aber hat ihn auch wieder runtergelassen. Laut sagt der X80 ist ihm zu oversteery, okay? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil der hat so ein komisches, der hat so einen komischen Punkt zwischen, der schiebt über die Vorder- und der bricht die auf einmal aus. Boah, jetzt hängt Ben an einem zu überrundenen. Gerade gar kein gemacht. Da ist Loot Gamer gerade auch nochmal dran gekommen. Ja, aber der X80 ist, ich weiß nicht. Ne, ich finde, der ist sehr, sehr, sehr. Kam ich nie großartig mit klar. Ben hat auf jeden Fall Zeit verloren an dem Zug. Oh, jetzt der schon mit dem Fehler. Blackie vorbei. Blackie damit jetzt auf 12 wieder. Also sehr stark für ihn, muss ich sagen. Aber wie gesagt, hat auch wirklich jetzt mal das richtige Auto. Und ist ja auch das jemand, der in den Masters-Listen auch mal sehr stark ist. Also der hat schon Potenzial. Würde mich auch tatsächlich freuen, wenn er mal unter den Top 15 abschließt. Ich glaube, das hat er bis heute noch nicht geschafft. Losty ist natürlich auch tatsächlich mit einem festen Flügel, den X80, ne? Ja, habe ich nicht gesehen. Losty natürlich jetzt auch ein harter Gegner, aber jetzt. Oh, jetzt kommt Blackie, komm. Ja, außen ist jetzt doof. Hättest du lieber innen fahren sollen. Und nee, das Schuss. War das. Nee, das war. Hat Blackie, sag ich schon, Losty schlau gemacht. Hat ihn da auflaufen lassen.
Er hat sich ein bisschen verbremst auf der Innenbahn. So, jetzt hat er aber Fehler gemacht. So, jetzt Blackie auf 11. Denzel hat einen Fehler gemacht. Da vorne ist Ripper, der wird wahrscheinlich schon überrundet. Da haben wir zwei Wünsche von Sydney auf einmal erfüllt. Wir haben Blackie und Ripper im Bild. Zwar anders, als wir uns das vorgestellt hatten, aber... Ja, Ripper, absoluter Newcomer hier. Auch... Also, Stressado ist jetzt auf 3, ne? Habe ich auch. Stressado auf 3, ja, stark. Ja, der Denzel hat den Gastturbels gemacht und... Von Ripper habe ich auch erst einmal was in der in der GTA Masters Liste was gesehen, also... Der ist wirklich ein unbeschriebenes Blatt. Wird sich jetzt hier heute wahrscheinlich... Ja, lässt jetzt aber hier Blackie schön vorbei. Wird sich jetzt heute wahrscheinlich entscheiden müssen, ob das was für ihn ist. Aber wenn er hier von zu vielen Leuten überrundet wird, kann das natürlich auch auf die Moral gehen. Ich würde ihm wünschen, dass er wenigstens mithalten kann. Ich guck mal auf die Zeit. Das ist ja Wachs Concelos, da schaut man mal rein. Ripper hier, eine 35, Monk hat auch eine 35. Na, das ist es dann aber auch, dann Demon schon mit einer 33. Wer ist denn Troll, dieser Zentorno, der nicht, der die ganze Zeit so im Weg steht beim Überrunden? Ist das Ripper? Das weiß ich nicht, ob es das wäre. Also gerade hat er Platz gemacht für Blackie. Warte mal, mir werden die Namen gar nicht angezeigt über den Lotten. So, sind das, das ist Monk. Und wer ist der andere? Anixuro, also, oh mein Gott. Blackie ist daran, in die Top 10 reinzukommen. Blackie ist dran, in die Top 10 reinzukommen. Das ist... Sydney, was sagst du dazu? Als Teammate. So, Monk mit einem Centorno. Monk fährt einen gelben Centorno. Oh, 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 Wax Concelos hat einen Unfall gebaut. So, wir gucken jetzt nochmal ein bisschen weiter vorne rein. Ja, ich gehe Respawn auch. Wie lässt du dir die Spielernamen über den Fahrzeugen anzeigen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Wir gucken mal, was ist denn nochmal hier? Two-Face auf 7 mittlerweile durchgereicht. Blackie schafft's vielleicht. Sydney, Blackie schafft's vielleicht. Drück die Daumen. Das wäre echt stark. Gastturbels hängt hinter Two-Face. So, hier wird geslidet ein bisschen von Two-Face. Gastturbels direkt dahinter, ne? Ja. So, Osiris T20, die beiden sind ja sehr ähnlich. Das könnte auch ein interessanter Zweikampf sein. Da kommt es auf Skill an. Ich guck mal, was hinten so ist. Mal gucken, ob das Ripper ist, der den Jungs da immer so im Weg steht. Der fährt da wirklich sehr, sehr asozial den Überrundenden vor die Karre. Ja, das ist der Ripper. Steht jetzt auch Max im Weg, ja, wobei jetzt hat er sich selber verbremst. Versucht. Okay, ich dachte, der versucht jetzt Max wieder zurück zu überrunden. Tja, sieht jetzt erstmal nicht so aus, dass Gastturbels da in nächster Zeit ein Überholmanöver macht. Ja, am Ende der Geraden war kurz dran, ne? Naja, Two-Face hat noch zu viel Vorsprung, da wird er keinen Cutback versuchen können. Anixuro immer noch vor Blackie. Markus macht einen Fehler und Dodo macht den gleichen. Wo ist denn der Dodo? Dodo auch ziemlich weit hinten. Ach. Also Dodo ist echt ein komischer Fahrer, ne? Also der hat schon mal ein Rennen gewonnen, fährt jetzt aber wirklich hier wieder ganz hinten mit. Ich glaube, der Wax Concelos ist geragequittet. Kann passieren. Weil der hatte den Ripper vor der Nase, der Ripper. Und dann hat er einen Unfall gebaut und ich dachte. Weil er hat zwar. Aber der hat scheinbar die Schnauze voll gehabt. Ich guck mal, ob Pascha an der Rescue noch dran ist oder ob der mittlerweile verloren so, hat. So, Two-Face und Gastables wird jetzt interessanter hier. Oh. Ja, Pascha hat. Pascha hat Rescue verloren. Rescue, wo ist er? Oh, okay. Ja, Rescue fährt jetzt gerade über Startziel und Pascha müsste jetzt gerade in die Kehre reinfahren, die auf Startziel geht. Oh, also. Ja, das ist
Ja, schon. Ich hab die Nummer erst gegessen, außer natürlich. Über unten stellen sie noch den Weg. Richtig. Also, Gastholz hat es jetzt geschafft, an Shoeface vorbeizukommen tatsächlich. Ist jetzt wieder auf 7. Ich sehe Lootgamer und Ben L fighten. Dann gehen wir da nochmal hin. Nee, Ben L ist alleine. War das nicht Ben L? Wer war das denn? Lootgamer überrundet jemanden, glaube ich. Ach, der überrundet jemanden. Weil ich war gerade auf Ben L drauf, der ist alleine. Ja, das waren zu überrunden da. Ja, hat er schon hinter sich gelassen. Okay, dann gucken wir mal auf Ben L. Wie nah ist der an Denzel dran? Ich glaube, das sind 4 Sekunden zwischen. Oh, da ist echt auch noch ein Gap. Ja. Anixubo könnte man nochmal reingucken. Also Denzel muss man dann wohl sagen, auch mit einer 29,4 mit dem T20 sehr starke Zeit. Lootgamer eine Sekunde langsamer, der nächstbeste T20. Oh, Two-Face. Anixubo ist im Fight mit Meloy. Auf Meloy traue ich mich nicht drauf zu gehen, aber ich gehe nochmal auf Blacky vielleicht ganz kurz. Der müsste es ja eventuell sehen können, der war noch dicht dran. Oh, es lädt ganz schön langsam. Ja, er kann es schon ein bisschen sehen, aber... Oh ja, Meloy ist auf jeden Fall laggy. Hab ich gerade gesehen. Oh, aber Deadshot hängt hinter Losty und Bonebreaker. Diesen in einem Dreikampf. Bonebreaker hat sich jetzt wieder ganz gut nach vorne gekämpft auf 12. Und Deadshot hat Losty abgeschossen. Oh, das ist doof. Dafür ist Marlon dann an Deadshot in nochmal vorbei. Memories ist auch dran. Ich bin auf Memories jetzt. Okay. Der ist hinter Losty. Hat eine ganz gute Sicht jetzt auf die 4 Fahrer hier. Monk. Oh, da hat einer Platz gemacht. Was war das? Nee, Lag, oder? Oder hat er gespawnt? Ich weiß es nicht. Das war Losty. Wo ist Losty hin? Losty ist weg. Ja, der ist hinter Max. Der ist jetzt nach hinten geflogen, ja. Da muss irgendwas passiert sein. Der hat 3-4 Plätze verloren. Ich glaube, der hat gespawnt. So, Bonebreaker konnte sich schon ein bisschen absetzen von dieser Gruppe hier. Monk lässt alle vorbei, sehr gut. So, jetzt auf der Garten. Aber ja, gut, die haben hier. Gut, der FMJ ist nochmal ein bisschen special in der Gruppe. Hast du gehustet? Ja. Okay. Wer sonst? Ja, es klang so, als wäre das im Ingame-Chat. Nee, sorry. Wer ist denn der gelbe Centorno? Gelb ist Monk. Könnte okay. Monk sein, ja. Der gehört gar nicht zum Fight, der ist. Nee, Monk ist überrundeter. Vorletzter. So, Deadshot kann sich hier ein bisschen absetzen. Ich guck nochmal, ob Gas mittlerweile an Two-Face drin ist. Memories und Marlon, ja. Spannend werden. Ja, Gas ist immer noch so 6 Fahrzeuglängen hinter Two-Face. Ob Ben L mittlerweile Denzel näher gekommen kann ist. Jemand die Runde ansagen? Weiß jemand zufällig, in welcher Runde die Jungs sind? Das wäre interessant. Oh, Markus ist. Wo ist Markus? Habe ich den gerade hier nicht gesehen? Ah, ne, jetzt war weiter hinten. Markus auf 20, Losty auf 19 jetzt. Gianni, Dodo. Ich gehe mal auf Dodo. Gucken, was der treibt. So, Dodo ist hier unterwegs mit dem T20, sieht aber kein Land gerade. Dann gehen wir mal auf Gianni. Ja, Max hat versucht zu Midrive Speed Boost. Gianni wurde gerade überrundet von Pascha. Sieht Markus vor sich, aber da ist noch ein guter Gap dazwischen. Markus, gucken wir mal auf den, wen der vor sich hat. Also schnellste Runde ist Pascha schneller als Rescue, aber ihm fehlt Runde 22 sind die Jungs gerade. Schreibt Sidnick. 22, okay. Zwei Drittel. Zwei Drittel sind rum. So, Markus sieht auch nichts, dann gehen wir weiter auf Losty. Losty hat Rescue vor sich, der wurde von Rescue überrundet gerade. Rescue ist hier am Überrunden, er muss jetzt hier durch das ganze Feld durch. Hat jetzt Max vor sich, Nikita
Nikita auf 17. Gulaschgert 16. Ich guck mal auf Gulaschgert. Ah, die müssen jetzt alle Reste vorbeilassen. Ach, ja, ich kann auch sein, dass Demon vorhin die ganze Zeit im Weg stand und nicht gleiches Fahrzeug mit der gleichen Lackierung. Wobei Demon eigentlich, der ist schon länger dabei, der müsste eigentlich vernünftig Platz machen können. Würde mich eigentlich wundern. Ja, so Marlon hat noch genug Vorsprung. Oh, hier wird geschoben, Nikita schiebt, da gibt's einen Crash. Nikita nutzt das für sich, oder? Nee, er lässt Gerd, glaube ich, vorbei. Da wurde gerade ein bisschen geschoben. Dann gucken wir mal ein bisschen dahin auf Max. So, Max kann die genau vor sich sehen. Nikita, Reske versucht sich da durchzuschleichen. Lassen die ihn durch? Ja, die lassen ihn durch. Oh, da hat auch Gerd hat viel zu viel Platz gelassen. Hat er jetzt zwei Plätze liegen lassen, weil er die vorbeigelassen hat. Boah, ja. Gut, das mit dem Überrunden lassen muss er noch mal ein bisschen üben. Ja, ist natürlich großzügig, wenn man da Platz lässt, aber man darf nicht vergessen, dass die anderen das auch nutzen werden. Blackie ist auf Platz 10. Tatsache. Four Seas Malloy. Oh mein Gott. Was ist los mit Blackie? So, Max ist jetzt hinter Rescue. Passiert aber erstmal nichts weiter. Ist das Bonebreaker ran? Ist das Bonebreaker? Deadshot. Bonebreaker, Orange, Natit. Deadshot ist orange, ja. Ist Deadshot vorbei an Bonebreaker. Ja, Bonebreaker versucht zu kontern. Ja, ich glaube, Bone ist nicht zufrieden mit seiner Performance, aber ich glaube, der hat am Anfang irgendwo einen drauf gekriegt. Der will in die Top 10 safe. Alles andere. Oh, jetzt muss er einen Respawn machen. Bone muss einen Respawn machen. Karre ist Schrott, wie es aussieht. Aber auf meinem Bildschirm zumindest hat sein Spoiler funktioniert. Kann natürlich ja, irgendwas anderes das kaputt gewesen sein oder die da nicht gestimmt. Ah, das läuft nicht gut für Bonebreaker. Er ist jetzt auf 14. So, Blackie ist wirklich auf 10. Four Seas Malloy vor Deadshot. Das ist natürlich sehr stark. Anixuru auf 9. Also, Seas Malloy ist derjenige, der da Plätze liegen gelassen hat. Gasturbels 8, Two-Face 7, Loot Gamer 6. Rundenzeit, beste NL Zeit, Pascha mit 28. Jetzt 4, 28, 4. Was also, Ben L läuft immer mehr auf. Und ich glaube, Stressado ist da vorne auch noch auf gerade. Was ist eigentlich mit Two-Face? Was ist da los? Der war so stark am Anfang. Da ist liegen lassen. Laus, was meinst du mit Dings? Mit Pascha und Rescue? Ich hab's ehrlich gesagt auch nicht ganz rausgelesen, was er damit genau aussagen will. Two-Face hat auch nix. Ist das Loot Gamer da vorne? Könnte er sein. Aber ist auch weit vor ihm der Fahrer. Kann jetzt auch erstmal nichts ausrichten. Nix, will er uns nicht sagen. Dann gucken wir nochmal hier beim Marlon rein. So, Marlon hinter Bonebreaker. Rescues. Was ist Rescue denn jetzt hier im Bild? Hä, die werden doch nicht aufgeholt haben auf Rescue. Ist Rescue was passiert? Wäre möglich. Marlon hat Rescue im Bild und der hatte eigentlich schon Max überholt. Ach so, warte mal. Ach so, die sind auch so weit vorne jetzt. Max ist jetzt wieder hinter. Den, okay, kann auch sein, dass die jetzt, aber die, trotzdem, die werden doch nicht auf Rescue aufgeholt haben. Da muss irgendwie was passiert sein. Aber Pascha sehe ich jetzt hier auch nicht. Also da wird jetzt trotzdem nichts passieren. So, jetzt wird es gleich dunkel hier. Gucken, ob wir noch was von der Dunkelheit mitnehmen können. Ich schätze mal, so 7 Runden oder so müsste man noch haben. Also Ben L müsste gleich sich Denzel schnappen können. Der macht gerade, oh, der ist schon fast neben. Und dann gehen wir mal auf. Der macht 30 Meter innerhalb der Runde gerade. Dann gucken wir.
kurz zurückgesteckt. Ich denke mal, auf der Stadt Zielgeraden spätestens, sobald er, also solange er vernünftig rauskommt, sollte er ihn eigentlich haben. Und Stressado läuft da ja auch noch auf Überrundungen auf. Naja, Lotz, du bist ja kein Fahrer mehr. Kannst ja frei sprechen. So, Denzel. Jetzt auf der Geraden wird's knapp für dich. Jetzt wird's knapp für dich, Freundchen. Ja, jetzt, er nimmt jetzt aber links den Curb mit. Ja, oh, aber er kann, gar nicht Ben, so er kann gleich rechts den Curb nehmen. Ah! Ben, er kann jetzt rechts den Curb nehmen. Nimmt er ihn? Ah, er nimmt ihn nicht so richtig. Ja, aber hier kann er ziehen. Für Denzel. Ja, da muss Denzel nachgeben. Da war das schon hinter. So, jetzt hier die Kurve eng nehmen. Und dann war's das. So, da haben wir S3 Markus und Gianni vor ihm. Ich denke, die sind aber sauber genug, dass die keinen Stress machen. Gianni fährt schon rechts ran. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, und da vorne durch die Schikane fährt gerade noch Stressado. Oh, ja. Also, der dritte Platz ist für Benel auf jeden Fall noch drin. So, Stressado holt sich gerade Monk. Der könnte ja nochmal ein Hindernis werden. Aber Benel. Da ist jetzt wieder die Sache, dass die beide dasselbe Fahrt. Ja, da kommt es jetzt einfach drauf an, ob Benel da noch die nötige Konzentration hat. Wobei Stressado und festen Fl- Ich weiß nicht, wie viel Unterschied das bei Mix-Up macht. Ja. Aber ist zumindest nicht wie bei Pascha. Also wenn ich mir die Rundenzeit angucke, macht es keinen Unterschied. Runden haben beide ungefähr gleich. So, jetzt Monk, du musst ihn vorbeilassen. Ja, okay, er macht auch. So, jetzt geht's nochmal in die heiße Phase rein. 8 Runden noch, sagt Zitnik. Ja, die letzten Runden. Noch genug Zeit. 8 Runden sind mehr als genug Zeit, für Benel jetzt hier noch ranzukommen. Also Benel auf jeden Fall stabil, ist vom 7. gestartet. Direkt bis auf den 4. vor, hatte dann einen Unfall und alles, war auf 15, glaube ich, zurück. Und dann kämpft jetzt wieder um den 3. Ist auf jeden Fall eine Ordnung. Das ist schon gut. Ich glaube, der hätte vielleicht sogar um den Sieg mit können, wenn diese Startschwierigkeiten nicht gewesen wären. Aber es wird natürlich jetzt, ne? Wir haben jetzt hier aus Team Pegasus Platz 1 und 3 und aus Team Bennys Platz 2 und 4. Also das wird jetzt hier auch ein Teamkampf. Mhm. Wenn jetzt das Benel noch einen Platz gut machen kann, wäre das schon auch fürs Team wichtig. So, da wird einer vorbeigelassen wieder von Gerd. So, Gerd jetzt hier in der Kurve. Benel kündigt sich an, Gerd fährt außen, alles gut. Obwohl Ben da wahrscheinlich auch lieber ein bisschen außen gefahren wäre. Avixuro will jetzt überrunden. Okay, der Kollege zieht auch zurück. Schön fair. Ich guck mal bei Deadshot. Deadshot ist hinter Meloy. Der Abstand ist wieder ein bisschen kleiner geworden. War Meloy nicht vorhin bei Two-Face am Fall? Ja, Meloy hat liegen lassen. Blackie ist ja auf 10 aktuell. Um das nochmal zu wiederholen. Ja, Blackie ist mit Meloy weit gerade. Also Meloy hat einiges liegen lassen. Wahrscheinlich ist ihm sein Lag wieder in die Ehre gekommen. Ich guck nochmal bei Bonebreaker rein. Der will ja in die Top 10 rein, das machen wir uns nichts vor. Alles andere ist für den nicht befriedigend. Der sieht jetzt Pascha vor sich, warum? Was? Pascha hat den schon überrundet? Oh, das ist aber, das tut weh, da blutet das Rennfahrerherz. Ja gut, das ist halt eine kurze Strecke, ne? Ja, aber Bonebreaker möchte nicht überrundet werden. Der möchte selber da vorne gerne fahren. Was er sicherlich auch an einem guten Tag machen kann, aber heute läuft's nicht. Das heißt, läuft nicht. Na, jetzt noch. Wo ist er denn jetzt? 13. Ja, ja, ich glaube, alles außer Top 10 würde er schon als schlechte Performance betrachten. Zwischen Loot Gamer Tufa ist es eine ordentliche Lücke. Ja, Pascha, gut, der ist ja hier. Außer wäre Blackie jetzt wieder auf 11. Dann gucken wir nochmal auf Deadshot, ob der da nochmal Blackie angreifen kann.
Vorhin war da eine große Lücke. Gab zu Two-Face denn auch, ich sag mal, so 3 Sekunden oder so? Rescue sieht er vor sich. Aber das ist schon erstaunlich, dass die die ganze Zeit Rescue vor sich haben. Dann sind die ja ungefähr auf dem gleichen Tempo wie er. Rescue setzt sich hier aus dem Feld Oh. nicht wirklich ab. Oh. Wenn Alice Verunglückt? in Reichweite zu Stressado. Dann gucken wir da nochmal, ob sich da jetzt Da was tut. geht's gleich ums Podium. Ich gehe nochmal auf Denzel, vielleicht kann er was sehen von hinten. Nee, 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 der ist ewig weg. Echt, haben die schon so Glaube ich. abgehängt? Also die fahren jetzt gerade durch die Schikane durch. Demon hat Und da. wir mussten Oh, jetzt. Denzel Unfall. Denzel hat ja. Ja, jetzt ist er sowieso weg. Das war's jetzt, ja. Das war's. Da könnte vielleicht noch Loot Gamer rankommen an ihn. So, Aber Ben El Benny wird sich Stressado. jetzt. Na nee, Loot Gamer ist auch zu weit von Two-Face weg. So. Er knutscht gleich sein Heck hier. Okay, jetzt, das ist jetzt nur noch Nervenkrieg hier. Ja, Benel ist Oh! links und kommt durch. Stressado ein bisschen quer gekommen am Exit. Mega. Krass. Schönes Ding. Aber ist noch nicht vorbei. Er will den Cutback, aber. Nee, reicht Ja, nicht. er hat ihn da so ein bisschen zugemacht. Ist ein bisschen langsamer durch die Kurve durch und da den Cutback nicht ganz. nicht ganz fahren können. Kann auch einer noch mal die Runde ansagen? Sydney vielleicht? Der schon kommt Blackie immer näher. Ben L hat sich auch nochmal in der Rundenzeit verbessert. Er hatte ja vorne 29. Läuft jetzt aber auch auf ein paar Überrundungen auf. Hier muss ein Pass. So, jetzt haben die hier natürlich noch mal stabile Fahrer vor sich. Blacky ist durch Runde 28 durch, ist jetzt in 29. Also noch 4 Runden. Naja, okay. Boah, Ben El Pascha ist ein riesiger Unterschied. Da geht auf jeden Fall nach vorne nichts So, mehr. Da dann muss lässt Ben ihn El nach hinten durch. sich ausrichten. So, Stressado. Hast du noch was im Köcher? Kannst du noch was reißen? Stressado auch jetzt schon, glaube ich, dritte Season oder so dabei, hat sich auch echt verbessert. War sonst immer so zwischen, oder am Anfang so zwischen 10 und 15 meistens. Manchmal auch vielleicht ein bisschen weiter hinten. Fährt jetzt hier ums Podium. So, kann jetzt vielleicht hier nochmal profitieren. Lost die behindert da ein bisschen Ben L, aber nee, er kriegt die Kurve selber nicht besonders gut. Und Losty und Marlon sind auch noch im Fight, das heißt, die werden sich jetzt auch nicht so viel fallen Das sah lassen. Two-Face auch so ein bisschen aus. So, jetzt wird es nochmal interessant gleich an der Kehre da vorne, ob Marlon da jetzt Ben L durchlässt. Nee, lässt er nämlich nicht. So, Ben L, oh, kann sich hier ganz knapp durch die beiden durchschlängeln. So, jetzt macht Marlon zu für Stressado, aber gerade noch Platz gemacht. Pascha ist aber gar nicht mal so weit von Rescue weg. Also wenn Rescue da ein bisschen Stress kriegt beim Überrunden. Ja, Reski muss da irgendwie Zeit liegen gelassen haben, weil die gleichen Fahrer waren relativ lange in seiner Nähe. Also er konnte sich da nicht so gut durchschlängeln scheinbar. Also Rescue müsste laut der Minimap jetzt Richtung Kehre bremsen. Pascha ist in der Linkskurve davor. Also er kann ihn auf jeden Fall sehen. Er hat ihm auch zugehupt gerade. Ich glaube, das Interessante ist aktuell hier wirklich Stressado Benel. Der Rest ist alles auseinandergezogen. Ich bin mal ein bisschen hier und da rüber gegangen. Nichts großartig zu sehen. Und interessant ist auch, ob Blacky nochmal in die Top 10 reinkommt. Das wäre so krass für ihn. Aber in jedem Fall, wenn er jetzt unter den Top 15 abschließt, ist es auf jeden Fall schon mal eine beste Performance für ihn persönlich. So, Bonebreaker, was ist eigentlich mit dem? Der ist 14, das ist nicht befriedigend für ihn. Er kämpft hier ganz hart mit Max. So, jetzt ist Ripper wieder im Weg.
Ja, lässt aber innen vorbei. Oh, jetzt. Ah! Weiß nicht, ob Stressado da jetzt Vollgas fahren konnte. Aber das wird jetzt interessant. Auch ein Unfall, Bonebreaker. Oh, der verliert noch mehr Plätze wahrscheinlich. So, Max ist sicher. Nee, Mucki, Pitstops gibt's nicht, weil. Gibt's nicht auf jeder Strecke. Erstmal gibt's hier nicht auf jeder Strecke, das ist korrekt. Zweitens, der Aufwand, das dann noch zu kontrollieren, zusätzlich zu dem, was eingereicht wird an eine, ich sag mal jetzt, Videobeweisen, wo Leute anderen nachsagen, die hätten denen Unrecht getan. Das kontrollieren wir schon. Und jetzt noch von jedem Video, was auch sowieso nicht jeder Fahrer reinkriegen würde, wo er beweist. Du leckst irgendwie ein bisschen. Kurz gestandert. Echt? Ja. Okay, warte mal. Thanatos, was geht ab? Dein, oh, was ist jetzt hier los? Max ist im Weg. Dein, in Anführungsstrichen, Teammate, der leider auch noch keinen neuen Teammate hat, Gulasch Gerd, befindet sich die auf fahren jetzt ins 18. Ziel. Jo, ganz knappe Sache hier. Ja. Also, Benel hat es tatsächlich noch geschafft. Ach so, ja, Blacky war ja Runde 29. Die anderen sind vier Runden vor ihm gewesen, oder drei Runden. Drei oder vier Runden. Scheinbar. So, Gus Turbels Two-Face, ist das jetzt nochmal eine Sache hier? Kann da noch was? Nee, das war's. Nee, das war gar nicht mehr. Oder? Nee, 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 nee. Ich gehe mal weiter nach hinten. Ja, das Ding ist, ich streame ja nicht. Soll ich meinen Twitch-Account-Namen raushauen, Alter? So, Blacky auf 11. Was ich immer so ein mache, ist so Warzone-Clips auf YouTube. War's. Und dann hat Faust so manche davon mal genutzt für seine Clips. Was ist eigentlich mit Schnuggles? 23 vor Chris, vor Troll-Alki. Das ist für ihn, glaube ich, ganz gut. Gianni 20. Ja gut, zum Reinkommen ist okay. Marlon 18, Nikita 17, stabil, Losty 16. Ja, das war, glaube ich, ein hartes Feld da mit Max, Losty, Bone, Memories, Marlon. Ich glaube, das war das umkämpfteste Feld. Deadshot auch noch dabei. Excuse me? So, der fährt jetzt auch ins Ziel rein. Henker, was geht? Nö, wir haben so angefangen wie immer. So Viertel nach 8 oder sowas. Also Qualifying Viertel vor 8. Ja. So, Ripper hat tatsächlich bis zum Ende durchgezogen. Ja, also wir haben einen gehabt, der gequittet hat. Das war der Wax. Wax, ja. Der war eigentlich gut dabei. Der hat sich richtig gut nach vorne gekämpft. Ja, aber der hat sich dann halt. Also, wenn Beschwerde kommt, dann von ihm über Rip. Wahrscheinlich. Das wäre etwas. Aber sonst, So, Schnuggles reißt hier auch nichts mehr. Monk und Demon sind da vorne. Das war's. Dodo 22, Sir. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, Wundertüte. Mal erster, mal 22. Aber Anik, Suro und Denzel waren auf jeden Fall für erstes stabil dabei. Ja, voll. Glaube ich, Top 10 jetzt. Ja. Und ich sag mal so, wenn das immer so endet mit den da vorne, dann wird das erster, zweiter, dritter, ne? Das könnte was geben. Und Pascha nimmt noch den Punkt für schnellste Runde mit. Das ist gut. Machst du Screenshots? Ja. Rescue Pascha Benel Stressado. Das können wir ja schon mal so eintragen. 90 Punkte für Pegasus und 88 Punkte für Bennys. Also ja. Rescue Sieg hat dann doch noch, hat sie dann doch noch vorne gehalten, aber ganz schön knappe Sache. Hört ihr mich? Ben ist hier. Was geht? Aha. Wir haben dich einfach mal rübergezogen hier. Wir waren relativ begeistert von deiner Performance, auch wenn es am Anfang scheinbar nicht so gut lief. Ja, ich habe mich zerlegt, ne? Was war da der los? Der Start sah erstmal sehr gut aus. Ja, der Start sah gut aus, dann Meloy hat ziemlich krass geleckt, dann habe ich wieder Position verloren und bin dann ja nach der Schikane links in diese Bande einfach reingefahren. Ja, das habe ich gesehen gehabt. Wir haben schon mal die Teampunkte uns angeguckt. Ihr habt 88 Punkte. Ja. Und Pegasus hat 90. Also ganz knappe Sache. Auf jeden Fall Favoritenstatus bestätigt erstmal.
Da ist erstmal nichts schiefgelaufen. Da bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht. Also bist du auf jeden Fall fit. Ich denke mal, wenn das so weitergeht, sehen wir dich noch ein paar Mal in den Top 5, ne? Top 3 wahrscheinlich auch. Ist das Ziel immer, aber kann alles passieren, ne? Starke Liga, starke Fahrer mit hier Denzel, der Franzose. Der hatte heute das falsche Auto, der ist mega stark sonst. Was hattest du im Qualifying genommen? T20. Und was war der ausschlaggebende Punkt, an den X80 zu nehmen? Hast du dich da an irgendjemandem orientiert? Ja, auf jeden Fall Blackie. Also wirklich. Ich hab mich zerlegt am Anfang vom Qualifying so ein bisschen, dann war ich ein bisschen weiter hinten von den Positionen und habe dann auf einmal einen grünen X80 gesehen, der mir teilweise davon gefahren ist oder mit mir auf einer Höhe war, und das war Blackie. Und dann wusste ich, okay, wenn Blackie im X80 so gut performt, dann muss der gut gehen auf der Strecke, und deswegen. Ja, das hatte ich mir schon. Wie viele umgestiegen sind. Ja, ich denke, das werden einige im Auge gehabt, ne? Dass Rezkio auch umsteigt und so irgendwie in der Lobby mit dem rumgefahren ist. Mhm. Und deswegen war dann bei uns auch ganz klar die Wahl. Ja. Tja, dann kann ja Blackie heute doppelt stolz sein. Hat Leute dazu animiert, den X80 zu nehmen, was die richtige Entscheidung war. Hat selber das richtige Auto genommen und ist, wenn ich mich nicht irre, sogar Elfter damit geworden, was für ihn eine auf jeden Fall beste Performance, mit Abstand beste Performance ist. Ich weiß gar nicht, ob er schon mal besser als Platz 19 war. Hat alles richtig gemacht. Ja, hallo. Ah, jetzt klappt es. Perfekt. Ja, wir hatten dich schon mehrfach versucht reinzuziehen, hat irgendwie nicht geklappt. Ja, ich bin die ganze Zeit immer rausgeflogen dann mit der PlayStation. Jetzt bin ich mit dem Handy drin. Ach so, okay. Vielleicht liegt es daran, das kann sein. Ja, bestimmt liegt es sogar daran. Ja, wie war dein Rennen? Erzähl mal ein bisschen was. Ja, ich fand es relativ gut, also es war sehr ruhig, ne? Die erste halbe Stunde immer wieder mal mit Rescue hin und her gehabt. Aber danach ist er mir weggefahren, wo ich ein paar Fehler hatte, aber ansonsten ein sehr ruhiges Rennen. Überrundungen waren auch sehr gut, fand ich. Also hat nicht wirklich Probleme gemacht. Wie war das denn mit dem Fight? Weil wir haben das ja so ein bisschen im Auge gehabt. Ihr wart ja so ein bisschen hin und her und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass du zu sehr versucht hast, dich zu sehr unter Druck gesetzt hast, dran zu bleiben oder ihn wiederzuholen, und dann halt diese kleinen, mal da eine Ecke so ein bisschen angestoßen, mal hier am Ausgang an der. Ich muss natürlich ein bisschen was riskieren, dass man gegen Rezko wieder irgendwie rankommen kann, ne? Mhm. Aber war am Anfang so, er hat einen Crash gebaut, ich war vorbei, dann ist er wieder vorbeigefahren und dann hat er bei einer Überrundung auch einen Crash gehabt. Mhm. Aber ich war auch mal so nett, hab den Kaonashi gemacht und hab den Red Bull wieder vorbeigelassen. Ach so, ja, okay. Aber ansonsten hing ich wirklich 10 Runden dann an seinem Arsch und danach ist er weggezogen. Mhm. Aber bis zur Rundenzeit hast du noch mitgenommen. Ja, die war auch wichtig für die Teamwertung. Ja, ich weiß nicht, ob du schon gerechnet hattest. Wir hatten schon mal gerechnet, ihr habt 88 und Pegasus hat 90 Punkte, also wirklich spannend auch mit den Teams. Also da könnte ja die Season sehr spannend werden bei den beiden Teams. Ja, ich hätte von Anix und Denzel ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Ja gut, die haben ein bisschen, glaube ich, unterm T20 gelitten. Ja, das kann jedenfalls gut sein. Da hatten wir vorderen. Also ich habe auch nur so gesehen, nach dem Quali, dass Rezkio und Stressado sich in den Dings gesetzt haben, und Ben meinte dann nur so, ja, hier, Blackie hatte gar nicht so eine schlechte Zeit gehabt mit dem X18. Da dachten wir so, ja komm, fahren wir den beide jetzt auf. Ich habe mir den dann gerade frisch gekauft. Alles richtig gemacht. Ach so. Ja. Hat doch funktioniert. Ja, dann hoffe ich, dass es so weiterläuft bei euch. Vielleicht auch gerne nächstes Mal dann andersrum. Einer von euch Erster und einer von denen Zweiter. Ja, das wäre gut. Jedenfalls ein guter Start war das heute. So einen schönen Tabellenfight würde ich diese Season gerne sehen. Letzte Season war es ja relativ früh, glaube ich, entschieden. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ja, ich glaube, nach der Hälfte der Rennen war das gefühlt schon entschieden. Ja, ne? Ja, Fausto, Blackie. Hi. Hola. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du heute? Eigentlich wollte ich die Top 10 haben, sage ich mal ehrlich. Aber ja, klar. Mit so 11 gebe ich mich auch gut, also sage ich ehrlich. Also für dich auf jeden Fall eine richtig geile Performance, und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber du bist der Grund für viele Leute gewesen, den X80 zu nehmen.
Ich? Ja. Ja, ja. Weil du eine sehr, sehr gute Qualifying-Zeit mit dem Wagen gefahren bist und viele den nicht auf dem Schirm hatten. Und ich weiß nicht, ob Rescue sogar auch davon beeinflusst war, aber auf jeden Fall, Ben Ayrt hat es auch gerade erzählt, dass er gesehen hat, dass du im Qualifying sehr gut warst und daraufhin dann auch den X80 genommen hat. Und, ich muss halt ehrlich gesagt gestehen, ich kannte schon die Strecke. Ja. Nicht nur durch euch oder jetzt hier, sondern auch von anderen Zeiten. Vom letzten Jahr zum Beispiel, da war sie glaube ich auch mal dabei, aber nicht in der ARL, sondern in der GTA Masters, da wusste ich dann schon, okay, wie ich die fahren kann. Ja, aber auch wäre ja trotzdem möglich gewesen, dass ein anderes Fahrzeug besser ist, aber ja, war tatsächlich, hast du alles richtig gesagt, heute gemacht. Da habe ich dann am Ende gesagt, nee, ich hatte schon die Überlegung, auch den T20 oder den Centorno zu nehmen, aber habe ich gesagt, nee, ist mir viel zu riskant, mit dem gehe ich nicht um, und dann habe ich gesagt, lieber den X80. Mit dem bin ich schon eingefahren, eingespielt, sage ich jetzt mal. Und ja, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du das warst oder Sidnick, aber einer von euch beiden ist den auch schon mal in der RL gefahren, ne? Ich? Du auch, ne? Letztes Jahr. Vielleicht Sidnick auch, weiß ich gar nicht. Aber nee, Sidnick ist, glaube ich, letztes Jahr den T20 gefahren, wenn ich mich nicht täusche. Weiß ich jetzt nicht, aber hast du nicht sogar letztes Jahr auch eine gute Performance in dem gehabt, wenn ich mich nicht irre? Ich habe dich gerade schlecht verstanden. Ich sag, letztes Jahr, wo du den hattest, warst du da nicht auch relativ stabil dabei, positionstechnisch? Also ich weiß nicht, was die beste Performance von Blackie war, aber wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, ist er auch erst, das Beste war glaube ich Platz 19 oder so? Nee, sogar besser. Oder 15, 16? Platz 16 oder ja, 15, 16, 16 ja, sowas. Ja, doch, warte, jetzt wo kann auch sagst, vielleicht sogar 14 sein. Warte, ich bin mir aber nicht sicher. Stimmt, jetzt wo du sagst, warte, ich guck mal gerade nach. 14, ja, Tatsache, du warst schon mal 14. Tatsache, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, du warst recht, ja. Nee, da war, ich wäre auch noch, sagen wir, auf den 10. Platz gekommen jetzt auch noch. Nur da gab es halt den Troll-Alki, der meinte mich ausbremsen zu müssen, aber scheiß drauf. Ich war ja im Fight mit CS Maloy, aber gut. Also. Ist jetzt auch nicht so schlimm, ich nehme es ihm auch jetzt nicht tragisch oder so, aber es sollte halt schon. Ist auf jeden Fall mal ein anderes Fahrerfeld für dich gewesen, wo du unterwegs warst. Da geht es auch ein bisschen anders zur Sache als bei Platz 20 rum, so, ne? Also, dass du dich da behaupten konntest, war schon, muss man sagen. Also ja, aber ich war halt schon richtig gut mit dabei, muss ich auch selber sagen. Von mir aus, ich habe das selber nicht erwartet. Nö, ich auch nicht. Ich habe gedacht, ach komm. Ich habe gedacht, ehrlich gesagt, komm, wenn ich Letzter bin, bin ich halt Letzter. Aber dass es dann so kam, dann fahre ich halt komplett auf Eskalation. Musste halt mal irgendwo sein am Ende. Ja, so nice. Also, ich habe schon gesagt. Ich sag's mal so. Die letzten Male war ich ganz hinten. Werde dich auf jeden Fall bei der Abstimmung zum Fahrer des Tages berücksichtigen. Oh, danke. Ja, also ist ja für dich auf jeden Fall eine outstanding Performance gewesen, fast in die Top 10 reingekommen. Und auch lange 10. gewesen. Von daher echt gute Performance. Dann, wie gesagt, richtiges Fahrzeug genommen, Leute auch noch beeinflusst, den Wagen zu nehmen. Andere Leute haben dann mit dem Wagen das Rennen auch gewonnen. Also bei Rescue weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob er es wegen dir gemacht hat, aber wie gesagt, Ben weiß ich auch nicht, aber es könnte gut möglich sein, weil ich glaube, Rescues davor bei der T20 gefahren, was anderes gefahren. Ja, die hat, ich glaube, nur du hattest den X80 und wer hatte noch einen? Ein Demon? Oder? Boah, kann sein, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Weiß ich auch nicht, ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Ah, du warst auf jeden Fall einer der wenigen und ich glaube, du hattest die beste Zeit von den X80-Fahrern und die Leute, die dich kennen, wissen ja, dass du normalerweise weiter hinten bist und die haben dann halt gesehen, okay, Blackie ist mit dem Wagen weiter vorne und hat eine richtig gute Zeit. Dann riskieren wir es doch mal, nimm mal den Wagen und ja, hat sich halt, wie gesagt, deswegen, ich habe mir dann auch am Ende gesagt, ich gehe auf Risiko, ich gehe das komplette Risiko im ersten Rennen, scheißegal wie. Versuch das Beste draus zu machen und fertig. Wenn ich halt dann Letzter wäre, dann wäre ich Letzter gewesen. Aber dann habe ich gesehen, ey, was ist das für eine Performance gerade? Ich kam selber in dem Moment nicht klar, wo ich da 10. erstmal war, durchgeballert bin, eine lange Zeit und dann am Ende auch noch hier durchgekommen bin, auf dem 11. Platz. Ich bin selber gespannt, was nächste Woche kommt. Eine Frage noch, ganz wichtig, welches wären heute die besten Reifen gewesen? Oh, du Arsch. Nee, aber ich sag's dir ehrlich, Ich bin Luxus gefahren, sag ich dir ehrlich, und ich war komplett zufrieden. Okay, so haben wir das erste Rennen hinter uns gebracht. Ein paar Interviews, ich werde das Ganze noch ein bisschen zusammenschneiden, auf YouTube hochladen, für alle, die es jetzt nicht in ganzer Länge sehen konnten. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Haut rein.